Hier, neben mir steht jetzt Iron Shear, ich sag nur, und heute Abend hab ich Kopfweh, wenn du fragst. Komm doch, hey. Schön, dass Sie da sind. Willkommen in München. Ein wunderbares Dirndl haben Sie an. Erzählen Sie mal ein bisschen darüber. Ja, also ich habe das gesehen in Kitzbühel und habe gesagt, das ist es. Angezogen und das trage ich sehr gerne. Habe ich gerade bei dem Musikantenstapel angehabt. Ah, das heißt, es gibt auch musikalisch Neuigkeiten von Ihnen? Ja, also das war mit Sascha Heine. Der ist ja Moderator bei QVC und wir haben einen Titel zusammen gemacht, Klingelingeling. Und das kam ja wirklich gut an. Das wäre was für hier. Wir sind ganz gespannt, vielleicht auch Klingeling. In Klingelingeling. Die Betten bleiben heute kalt, Klingelingeling. Bis morgen früh, so geht das. Super, also ein super Stimmungslied, vielleicht auch der Wiesnhit 2014. Wäre natürlich wunderbar, ja, war es ein bisschen später. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das Kleid, das Dirndl in Kitzbühel gefunden. Ja. Heißt das, Sie sind dann öfters in München? Das heißt, dass ich in Tirol wohne ja. Und es ja normalerweise ein Katzensprung ist, aber heute haben wir 2 Stunden gebraucht. Die letzten 3 Kilometer haben wir 1 Stunde gebraucht. Oh. Wann sind Sie denn losgefahren? Also jetzt ist es wie viel Uhr? Jetzt haben wir 4:25. Wir sind vor einer Viertelstunde gekommen und wir sind um 4:50 weggefahren. Es kann der Abend eigentlich nur noch besser werden heute im Weinzelt. Also auf jeden Fall. Also ich freue mich auf mein Wasser auf jeden Fall. Auf Wasser natürlich, ganz klar. Wasser. Wasser. Mit Sprudel oder ohne? Mit. Ich auch. Ich liebe Wasser mit Sprudel. Ja, muss ich Ihnen ganz, ganz kurz noch eine Frage. Wie sind Sie denn persönlich eingestellt? Muss das Dirndl eher klassisch sein oder darf das Dirndl auch mal so verrückt und ausgefallen sein? Und was ist, ja. Ja, natürlich ist es schön, wenn man auch einen Ausgefallenen findet. Also das ist natürlich, weiß ich nicht, ist das ausgefallen? Das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr toll ausgefallen. Dann ist das, was ich liebe. Also es könnte ein bisschen kürzer sein. Wie oft waren Sie schon auf der Wiesn? Oh, also ja, mir wurde auch gerade gefragt, also wie oft? Seit 74, also aber nicht jedes Jahr. Okay. Aber das sind ja schon mal bestimmt mindestens 20 Mal. Könnte gewesen sein, ja. Wow. Wow, nicht schlecht. Ne? Dann haben Sie doch bestimmt noch ein paar Highlights erlebt auf der Wiesn. Ja, normalerweise haben wir das mit Freunden gemacht. Also ist ja klar, dass wir also mit euch das gerne machen. Aber also wir haben ja Geburtstage hier gefeiert. Also Käfer, also das ist immer schön. Weinzelt ist auch immer toll, Hippodrom. Also wir waren ja eigentlich in alle schönen Zelte. Und ist natürlich eine absolute Gaudi, wenn du so schon ein Maß oder 2 getrunken hast. 2 schaffe ich nicht, aber ein Maß vielleicht. Und dann, wenn die Musik einem so richtig dahin bringt, dass du auf die Stühle stehst und dann mit deinen Freunden schunkelst, also zum späten Stund. Zu welchem Lied schunkeln Sie denn am liebsten? Ach, es muss ja einfach so eine Stimmung haben. Es ist doch egal, was es ist. Hauptsache, der Takt stimmt. Ja, es muss richtig unter die Stühle gehen. Also, aber es sind so viele gute Wiesn-Hits. Also ich kann nicht sagen, eine ist nur. Was sagen Sie denn aktuell zu Promi Big Brother? Werden Sie eingezogen? Ich bin eingeladen worden. Nein, das gibt's nicht. Iron Shear wurde eingeladen. Und erzählen Sie. Mach ich nicht. sind Sie auf der Warteliste? Nein, ich wäre ja sofort reingekommen. Die haben schon vor Monaten gefragt. Und Sie wollten dann nicht. Bereuen Sie die Entscheidung? Bitte? Bereuen Sie, dass Sie nicht eingezogen sind? Also ich habe es jetzt noch nicht angeguckt, also deshalb also kann ich nicht bereut haben oder auch anders. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, 24 Stunden beobachtet zu werden. Nein, also beim besten Willen nicht. Aber vielleicht bei der 2. Staffel. Nee, also wenn, dann nur die 1. Okay. Weil dann denke ich, hat es immer noch also großes Interesse. Okay. Danach ist es sowieso wie bei allem. Aber wenn Sie sagen, bei Promi Big Brother wurden Sie eingeladen, sowas wie Dschungelcamp, würde das auch in Frage kommen? Nein, deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Also Promi-Dinner, das habe ich gemacht. Ach, Promi, aber das ist ja auch ein tolles Format. Ja, das ist wirklich ein tolles Format. Das hat ja auch ein bisschen Klasse. Also ich glaube, das andere ist für mich jetzt nicht mehr so. Ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht früher. Die letzte Frage zum Schluss. Was empfehlen Sie den Frauen? Was ist ein Must-Have für jede Frau auf der Wiesn?
Also ich würde sagen, ist schon wichtig, dass man eine kleine Handtasche hat mit alles, was wichtig ist. Also ein bisschen Lippenstift ist immer gut, ein bisschen Glosse. Was muss denn alles so in die Tasche? Ja, so ein paar Taschentücher. Das ist ganz wichtig. Lippenstift, vielleicht ein bisschen Puder für die Nase, ja, ein bisschen Geld. Da muss die Tasche aber doch größer sein. Wie groß ist denn Ihre? Passt schon. Ist eine handliche Größe. Super, vielen, vielen Dank für das Interview und noch einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen. Das ist lieb. Wünsche ich euch auch. I wünsche dir. Dankeschön. Ciao. Dankeschön, vielen Dank.